Howdy ho, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld. Und ja, um uns herum macht's noch ordentlich Kraderabims mit dem Gewitter. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir wieder gutes, schönes Wetter haben. Ach, da liegt Tiffy. Das ist echt ein Jammer, dass die sterben musste. Ja, die Niere. Die Niere war's. Zerstört. Behandlung ist jetzt notwendig. Die ist tot. Da ist Behandlung gar nicht mehr notwendig. Das Spiel ist manchmal ein wenig, naja, unlogisch. Oh, wir haben hier schmackofatzige 11 leckere Mahlzeiten. Ist verbesserungsfähig, aber wir sind ja im Moment zu zweit in der Küche arbeitend, mehr oder weniger. Zumindest greift Wilson schön unter die Arme im Moment, damit dann auch zeitgleich geschlachtet werden kann. Und Kennen ist mal wieder richtig früh auf den Beinen. Und jawohl, was man halt so macht. Man legt sich auf die Solaranlage, um den Sternenhimmel zu beobachten. Irgendwie sehr beliebtes Plätzchen. Nicht das erste Mal. Strukturen. Ach, ich habe hier noch die Ledersis geöffnet. Oh, Stahl haben wir noch immer ein bisschen Mangel. Das ist nicht gut. Kann gerne mal bald hier abgebaut werden, aber dafür muss natürlich erst einmal das hier so weit so gut stehen. Das ist natürlich die oberste Prämisse. Jawohl, da wird wieder zu zweit gearbeitet. Das ist geil, das ist Arbeitsteilung. So will ich das haben. Und da kann Wilson dann gleich eigentlich aufhören mit dem Kochen erstmal. Er hat ein bisschen dazugelernt, hoffe ich. Mal sehen. Körper, nein, Charakter. Worauf war er vorher? Keine Ahnung. Aber ich glaube, er hat dazugelernt. Behaupte ich mal. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Und den Herstehen killen wir auch mal, weil es so schön ist. Ach komm, und noch einen. Man kann nie genug umbringen. Aufgabe beendet, stelle Sturmgewehr her. Das ist auch eine schöne Sache. Was haben wir denn hier so alles? Ein Warg. J, das Tierleben, das ist wieder hier sehr exzessiv am Tierleben halt, ne? Da ist unser Grizzlybär. Ich glaube zumindest, dass das der war, den ich letztens gesehen habe. Ja, scheint zu sein. Oh, und auf komprimierten Stahl gestoßen. Wunderbärchen. Und hier haben wir noch Bauteile. Ah. Die nehmen wir natürlich auch mal in Angriff. Forschung abgeschlossen. Elektrischer Schmelzofen. Schaltet den elektrischen Schmelzofen frei. Diese ermöglichen durch die Verwendung von Wärme und starken Elektromagneten selbst Schlackebrocken in wertvolles Baumaterial zu verwandeln. Ulle! Das brauchen wir bei Zeiten. Aber erstmal brauchen wir Stahl an und für sich. Vorher bringt uns auch alles andere nichts. Und wir haben noch immer Insektenfleisch hier rumliegen, aber satt. Lecker Insektenfleisch. Wer wollte das noch nicht essen? Ach, ist das eine Wonne. Oh ja, da habe ich meine Idee. Wir können hier ja mal eine neue Abfallzone hinstellen. Und zwar eine Abfallzone für erlaube Verrottendes. Eigentlich nicht so.
keine Leichen, keine Kleidung, keine Waffen. Nein, wir wollen hier Brocken, einfach nur Brocken haben. Und hoffen, dass die dann auch da reingelagert werden. Die Hoffnung habe ich ja noch, dass das soweit klappt. Ja. So gut wie fertig ist das Ding hier schon abgebaut. Nox, wo willst du denn hin? Ach so, hab mich schon gewundert, was gehst du durch? Ihr beide geht jetzt sofort in Sicherheit, weil die ganze Herde sich rächen will. Eieiei. Du schießt drauf und du schießt darauf. Scheiße. Autsch. Wer hätte gedacht, dass Rehe so garstig werden können? Das ist ja furchtbar. Wir haben ein Problem. So, das scheint nichts Dauerhaftes mit Ball zu sein. Wir haben trotzdem ein Problem. Na toll. Und Wilson hat jetzt gerade so ein bisschen schön Schiss hier. Reh rächt sich. Na gut, wir haben jetzt zumindest gut Fleisch. Das haben wir so auf der Habenseite. Ha, Nox selbst verletzt, schleppt da Kennen weg. Das ist ja herrlich. Okay, ich habe jetzt Angst vor Rehen. Rehe sind mir nicht mehr geheuer. Nox, du legst dich gleich selbst erstmal schlafen. Aber bitteschön. So. Nox, ab ins Bettchen mit dir. Auch wenn du nicht so viel Aua hast. Ah ja, das ist ja geiles Timing. Was haben wir denn hier? Gladius als Bewaffnung. Knüppel. EMP-Granate, schon etwas mehr. Maschinenpistole leichte. Ja, da sind schon ein paar Sachen mehr. Oh, schade. Wenn der Waag angegriffen hätte, das wäre toll gewesen. Aber gut, dann nehmen wir mal Mai Mai hier. Dann nehmen wir Rich, nicht Andy. Andy darf mal. Und Kong, wie war das mit Kong und ihren Kampfkünsten? Ja, nehmen wir auch. Kong, du nimmst dir das Sturmgewehr einfach mal zur Brust. Haha, hat sie ja auch Brüste, von daher passt das ganz gut. Und meldest dich dann zum Dienst an der Waffe. Wunderbar. Nein, du wirst nicht da entlang gehen. Ganz, ganz doofe Idee. Du wartest mal schön ab, bis die Gefahr vorbei ist. Nee, mit dem Gewehr kann sie ja auch eigentlich hier sich da verkrümmeln. So, das sollte eigentlich ausreichen. Also 6 Geschütze und 3 Personen. Oh. Das ist natürlich was anderes. Machen wir dann eben mal so. Ah, da brauche ich eigentlich gar keinen mehr. So. Andy verflüchtigt sich einfach mal dahin. Da muss noch ein Geschütz hin. Aber sowas von.
Und da fliehen sie. Hinterher. Aber schnell. Und du ebenfalls, Mai Mai. Lasst sie nicht entkommen. Auf ihn mit Gebrüll. Ah, zumindest den hier noch. Wobei, was ist das für eine Waffe? Die Maschinenpistole ist wichtiger. Yeah! Wunderbar. Nee, nicht verbieten. So, das darf geholt werden. So, du darfst dich auch wieder bewegen. Naja, einlagern kann man das hier alles mal. Warum eigentlich nicht? Ist das zufällig getroffen worden? Oder wie? Ja, das ist irgendwie so ein bisschen in den Kugelhagel reingeraten. Aber egal, du darfst dich auch wieder rühren. Alles bestens. Nox darf mal behandelt werden. Bitteschön. Nicht, dass Nox sich noch irgendeine Infektion zuzieht. Und wir haben ein zahmes Wildschwein. Ja, schon bei Asterix und Obelix kannten wir es ja mit Du bist ein Wildschwein. Aber jetzt haben wir tatsächlich ein Wildschwein, das auch ein Wildschwein ist. Och, ist das schön. Mögen sich aber Nox und Ken etwas erholen. Nox habe ich ja die Hoffnung, dass er nach der Nacht vielleicht wieder voll im Saft seiner Jugend ist. Sturmgewehrqualität übel, aber zumindest heil. Reis, davon habe ich eigentlich genug. Nö, dafür gehe ich nicht extra den weiten Weg. Nö, nö. Das könnt ihr mal getrost vergessen. Was ich mir aber gönne, ist Granit hier zu verwenden. Ja, mehr als genug noch da. Um hier die neuen Zellen zu bauen. So, nehmen wir das. Eine Autotür. Aber ich sehe da kein Auto. Wie viele Teilchen haben wir? Mehr als genug Bauteile. Kann man sich mal leisten. Ebenso wie das dann. Aha. Oh, ich habe das noch gar nicht in die Wand hier verlegt. Hm. Das sollte ich bei Zeiten mal machen. Ui, da wird einiges gebaut jetzt. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ja, ist ja schon gut. Wird noch bekommen. Er kann zumindest wieder laufen. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung des Zustands und Forschung. Was forschen wir denn? Die Feuerbestattung. Ich möchte mein scheiß Krematorium endlich haben. Dann können wir Leichen vor allem von Bösewichten mal geschmeidig verbrennen. Nur unsere eigenen. Die werden Gräber später bekommen. Das ist man denen noch eigentlich schuldig. Jo, und das ist ja schon bald fertig hier. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, wir sollten das dann erstmal abreißen hier. Dann können wir zumindest durch. Ja, manchmal mangelt es noch an der KI, wenn es ums Bauen von Dingen geht.
Also wird zumindest schon mal munter weiter geforscht wieder. Während der Bau langsam vollendet wird. Jawohl. Dann kann doch bald eigentlich hier neuer... ist ja schon viel abgebaut worden. Ist ja fantastisch. Der muss nur noch reingebracht werden, der Stahl. Und dann sind die Vorräte wieder ordentlich aufgefüllt. Oh, und dann kann ich eigentlich auch mal gucken, wie es hier drin aussieht. Da habe ich auch noch Stahl. Wunderbar. Das ist doch noch etwas erschöpfender, als ich dachte. Na, dann macht man munter weiter. Insektengelee habe ich noch immer verboten. Aber egal. So, 21 Uhr. 23 Uhr. Ha, ich habe auf die Gradzahl gerade geguckt. Ja, Grad, Uhr ist fast das gleiche. Ui, da haben wir wirklich noch Tierchen. Das ist halt von diesem Angriff gewesen. Da merkt man dann doch, ja, sind einige Tiere gewesen. Scheiß Amokrie, die sind echt furchtbar. Aber warum tragt ihr nicht mal rein? Ich habe doch eigentlich hier so ein Tragtierchen. Was macht Kong den ganzen Tag? Okay, vermutlich Tiere tragen. Und rumschießen, wenn Angriffe sind. Aber ansonsten? Und Cannon ist gleich, was heißt gleich? Ein bisschen dauert es noch, bis sie wieder auf dem Damm ist. Aber eben auch nicht lange. Oh, schon die nächste Ernte wieder. Das ist schön. Die Kartoffels hier sind auch fertig. Hier sehe ich auch eine fertige Heilwurzel und... Oder nee, 95%. Hä? Was ist denn mit dem? Warum habe ich hier nur so ein einzelnes? Was ist mir denn da widerfahren? So aber nicht. So, jetzt trag doch endlich mal... na bitte. Kong trägt jetzt Stahl. Schon besser. Zack, die Bohne. 1, 2, 3, zack. Ups, jetzt kommt er immer ein bisschen weiter, aber egal. Muss man abkönnen. Forschung abgeschlossen, Feuerbestattung, wunderbar. Ja, da habe ich doch glatt eine Idee. So, da können wir ja erstmal hier... Nein, nicht abreißen, neu installieren wollte ich das Ganze. So, abbrechen. Neu installieren darf aber weitergemacht werden. Und neu installieren. Gute Qualität. Packen wir einfach mal da rein. Mal machen wir auch das weg und neu installieren. Für die Krankenhäuser kann man ja noch extra irgendwie was anfangen. Dann haben wir das. Dann können wir hier ein bisschen ausbauen, vermute ich. Zusammenbruch, weil ins Zimmer... hat sich ins Zimmer eingeschlossen. Wieso denn das kennen? Nur wegen so ein bisschen wie Wehchen. Seit wann bist du so eine Mimose? Da gucken wir doch glatt mal. Okay, hat niedrige Erwartungen. Ja, Meinung von Ehemann Wilson ist auch toll. Fühlt sich gut. Aber, ja, Kleidung, Vergnügungsmangel, hungrig. Gott, ist das eine Diva? Und Schmerzen, mimimi. Muss man eben mit leben. Ich dachte, da gewöhnt man sich in dieser Kolonie langsam dran, Schmerzen zu haben. Passiert doch alle Nase lang. Ich meine, was soll Nox sagen? Der ist doch ständig Dauerpatient.
mit seinem abgerissenen Zeigefinger aber noch ganz gut rausgekommen aus dem Ganzen. Ach, warte mal. Wenn Ken sich eingeschlossen hat, kommt Wilson dann noch rein und raus? Keine Ahnung. Naja, werden wir beim nächsten Mal rausfinden, wenn ich mal anschaue, was wir hier so an Kleidung haben. Ja, werden wir beim nächsten Mal einfach herausfinden, wenn es wieder heißt Daddelzeit mit Rimworld. Ciao, ciao allerseits.